In diesem eleganten Hotel ist heute Überraschungsmenü angesagt. Unsere Überraschung wirft sich schon in Schale und da Teddy inkognito servieren soll, greift er sogar zum Nasenflügel-Toupet. Also wie gesagt, was wir wollen, ist einen kleinen Film für die Sendung Lass dich überraschen mit Thomas Orner. Sie sollen die Frau Liebicke sozusagen als Kellner verkleidet gegenübertreten. Wir haben einen kleinen Text vorbereitet für Sie. Ja, ein Champagner, das ist mein Ding. Ich habe eine Überraschung. Wichtig ist dabei der Schlusssatz. Sie haben doch sicherlich einen Lieblingssänger. Ein gut, vorbereitet. Alles klar. Okay, charmant. Schon sehr viel. Habe ich noch nie gemacht, aber ich werde schon gern. Liebe Frau Liebicke, eine Rose für die charmanteste Dame des heutigen Abends. Wir haben heute zur Feier des Tages. Darf ich Ihnen Champagner überreichen? Und Sie haben heute das ist aber sehr schön. Ich wollte eigentlich Wasser. Wasser? Und bei diesem heutigen Tag war es zu kalt. Nein, das ist Herr Champagner. Das Champagner. Das macht nichts. Das macht Geben überhaupt nichts. Geben Sie noch mal ein nichts. Tuch. Hier ist ein Tuch. Schauen Sie. Ach. So, jetzt ein Tuch. Holen Sie mir bitte ein Glas Wasser, ein dass Glas ich Wasser. Den Geruch aus dem. Gut. Gib mir ein Glas Wasser. Was war das? Die hat verschluckt. Hat sie sich? Sie hat sich verschluckt. Was machen wir denn? Hier ist nichts. Ich bringe das Wasser. Und mach weiter. Stopp. Ein Glas, sauberes Glas. Das da. Jetzt mache ich weiter. Jetzt mache ich ganz weiter. Haben Sie nicht genug charmant mit ihr gesprochen? Ganz nett. Die hat den Sekt angesetzt, hat gesagt, darf ich trinken? Sag ich, selbstverständlich, nicht? Und spuckt ihn sofort aus. Hier, wir bauen das ein bisschen um. Kein Problem. Wir bauen das um auf Wasser jetzt, ja? Jetzt kommen wir noch einmal. Also diese Rose gehört Ihnen, das ist selbstverständlich. Danke vielmals. Und wenn Sie mir jetzt noch eine Vase bringen würden, da wäre das sehr nett. Das werde ich Ihnen auch sofort bringen. Eine Vase, bringen Sie mir eine Vase. Die bringe ich Ihnen auch sofort, die bringen Sie sofort. Ja, das erzählen wir jetzt mal nachher. Als kleine Überraschung haben Sie jetzt, als kleine Überraschung trinken wir halt jetzt mit dem Champagner ein Wasser. Bringen Sie mir bitte gleich die Speisekarte, ich habe eigentlich Hunger. Alles passiert sofort, gnädige Frau, machen wir alles. Sehr nett. Aber ein Wunsch, Sie haben doch sicherlich einen Lieblingssänger. Ich möchte was essen, bitte. Gut, ich bringe Ihnen das. Bringen Sie mir doch die Speisekarte. Sie will noch eine Speisekarte haben. Die will einfach nicht. Sie will eine Speisekarte und sie will jetzt essen und sie will jetzt endlich. Man kommt nicht über eine Zeile raus. Das Wasser hat sie jetzt auch wieder rausgeguckt. Ja. So, ich bedanke Herr mich vielmals. Bitte. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Ober. Einen bunten Salat. Mache ich gerne. Sonst etwas noch, bitte? Danke. Ich habe ja Wasser. Danke vielmals. Ja. So. Wunden Salat. Sie will einen bunten Salat haben. Einen bunten? Einen bunten Salat. Also, einen bunten Salat. Bring mal halt einen bunten Salat her. Und dann mache ich das mit dem bunten Salat. So, Freunde. Darf ich Ihnen das hier draufstellen? Ach Sie, ich habe gerade gesehen, da gibt es so einen sehr schönen grünen Salat. Macht es Ihnen was aus? Überhaupt nicht. Wenn Sie mir einen grünen Salat bitte. Bring ich Ihnen einen grünen Salat. Mit Creme Fraiche. Ja, mache ich, gerne. Sie will einen grünen Salat. Aber Sie haben doch die Bestellung entgegengenommen. Ja, ich habe die Bestellung genommen und sie hat gesagt, einen bunten, jetzt einen gemischten Salat. Und jetzt hat sie gesagt, ich habe jetzt gesehen auf der Karte einen grünen Salat. Nee, Sie haben sich wahrscheinlich verhört. Nein, einen grünen Salat. Glauben Sie mir das, die macht so viel Zippen, das gibt's überhaupt nicht. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Sie will einen grünen Salat, einen grünen. Ja, könnt ihr noch, holt doch einen grünen. Holt doch einen grünen Salat. Einen grünen. So, was soll ich machen? So, jetzt grüner Salat. Gut, jetzt mache ich, wir haben für Sie eine Überraschung. Jetzt bleibt nichts anderes übrig. Sie müssen an den Satz hinkommen. Ja, natürlich. Ich. Nein, langsam kriegen wir Schwierigkeiten. Ja, ich weiß, was soll ich machen? Ja. Ich versuch's auch. Ich versuch's auch. Na, mehr als ich versuch, keiner. Na, ist doch so. Ich weiß bloß eins, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, das ist ja klar, ich auch nicht. Ja? Also, gut, das verstehen wir, dass wir Sie machen. Gut. So.
So, Frau Lieber. Danke vielmals, das ist sehr liebenswürdig. Ja, vielen Dank. Wollte Sie nicht nur mit dem Champagner, sofort, mit dem Champagner eine Überraschung für Sie. Ach, Sie brauchen Sie sich nicht entschuldigen. Nein, aber Sie haben wegen dem Wasser, das kann ja jedem passieren. Sie haben zwei Wünsche frei. Herr Ober, entschuldigen Sie bitte, aber wir sind jetzt schon eine Stunde hier und wir möchten gerne das Essen bestellen. Sie haben aber trotzdem zwei Wünsche von Ihnen. Das kann jedem mal passieren, dass er was Falsches sagt. Das weiß ich schon, Haben Sie, mir meine Rose wieder mitgenommen? Haben Sie einen Lieblingssänger? Da reden wir nachher drüber. Nachher soll ich Ihnen die Rose nochmal bringen? Ja, bitte. Gut. Jetzt haben Sie ja gesagt, aber die Rose möchte ich wieder haben und ich bin wunschlos glücklich, ich will keine Wünsche. Was soll ich zu der sagen? Was sollen Sie mit der machen? Was wollen Sie mit ihr immer machen? Ich habe keine Wünsche. Ich will jetzt nur in Ruhe essen. Ja, was sollen Sie der sagen? Ich habe jetzt den Salat bestellt. Probieren Sie es nochmal. Noch einmal. Ja. Also das wird die größte Show aller Zeiten. Jetzt haben wir überhaupt keine Show. So, jetzt bringe ich Ihnen die Rose auch nochmal wieder zurück. Und ohne Vase? Das bringe ich Ihnen sofort. Die Kellner heutzutage. Ja, das ist furchtbar. Also, es ist, ja, also keine Ausbildung und nichts, so alles nur Hilfskräfte. Das ist meistens so, aber ich bringe Ihnen auch das Wasser. Sofort. Bitte. Sie will ein Wasser haben für die Vase. Eine Vase, wie Sie haben. Eine Vase, wie Sie haben. Eine Vase. Ich weiß nicht, ich komme nie wieder dran. Sie will nicht, sie ist so stur, sie will nicht. Sie will erst den Salat, dann den Buntsalat, erst den Bunt, dann will sie den grünen Salat. Dann will sie die Vase, sie ist wunschlos glücklich. Und da habe ich gesagt, wir haben heute für Sie eine große Überraschung. Sie haben heute zwei Wünsche frei. Ich habe keine Wünsche, ich bin restlos glücklich. Haben Sie? Da habe ich gesagt, Sie haben doch sicherlich einen Lieblingssänger. Nein, hat sie gesagt, ich will es nur essen. Was sollen Sie dann machen? Ja, haben Sie sonst Probleme mit älteren Damen? Überhaupt nicht. Ich habe noch nie mit einer älteren Dame ein Problem gehabt. Noch nie. Also, probieren wir es nochmal bitte. Einmal. So. So. Sehr freundlich. Vielen Dank. Das ist sehr nett. Ich lege die Rose hier rein. Sie werden mich nicht kennen. Wahrscheinlich werden Sie mich nicht erkennen. Aber haben Sie einen Lieblingssänger? Tit Herold. Tit Herold? Wirklich? Mhm. Kennen Sie nicht das Lied vielleicht von Mutterherz von Niemals weinen? Aber nicht weinen, nicht weinen. Hm? Nur mal den Bart runter, wissen Sie? Wissen Sie, wer das ist? Nein. Wissen Sie es nicht? Sind Sie jetzt so aufgeregt? Es tut mir leid. Was ist denn jetzt los? Ich habe einen Lieblingssänger, Tit Herold. Tit Herold, ich habe gefragt, haben Sie sich interessiert an den Lieblingssänger? Sagt sie ja, Tit Herold. Also aber dann ist sie kommen, das haben wir noch mal. Dann machen wir eine Rock'n'Roll-Nummer draus. Ist doch nicht schlecht. Hm. Nicht? Haben wir doch nicht. Haben wir doch nicht. Die sind alle sauer, die wissen schon, was nicht bedient war. Was soll ich machen mit dir? Sag mir doch mal. Ich habe ja alles probiert. Ich habe jetzt mit der Frau geredet, wie mit einem kranken Gaul. Und sie sagt dann Tit Herold. So, Verteidigung. Entschuldigen Sie bitte vielmals, dass Sie so viele Unannehmlichkeiten durch mich hatten. Aber mein Name ist Teddy Parker. Ein guter Herz soll niemals weinen. Drum, Mutter, komm zu mir nach Hause. Wenn man eine Überraschung machen will, es haut nie hin. Herrschaftsteilnehmer. Wir haben jetzt eine riesen Überraschung für die Dame vorbereitet. Und was ist? Jetzt ist sie aufgestanden und ist aus dem Rasal raus, weil sie so geweint hat. Ich weiß nicht, was Sie mit der Dame machen. Ja. Ich kann doch die Dame jetzt packen und hinsetzen. Die ist eine alte Dame, steht auf, weint, strömt und geht aus dem Saal raus. Ja, aber ich frage mich, was machen Sie mit ihr, dass sie so, also dass sie einfach aufsteht? Ja, ich weiß es nicht, was sie macht. Sie heult, schauen Sie nach, sie ist nass, keine heult, in Strömen. Ich heule jetzt mir auch gleich. Ja, ich auch noch.
Ich hab sowas überhaupt nicht. Soll ich da vorstellen? Grüß dich. Udo. Parker, hallo. Liebeke. Sie sind der Sohn. Ja. Und wie ist meine Mama drauf? Total daneben. Also ich habe sowas überhaupt nicht erlebt. Sie ist ja ein totaler Teddy Parker-Fan. Ja. Ja. Wenn ich ein Arzt wäre, würde ich sagen, die sitzt mit einem Pulsschlag auf 10.000. Wo ist sie denn? Die sitzt gleich da. Aber sagen Sie mir, Pulsschlag 10.000. Dank Teddy Parker. Gute. Das ist gut. Ich sehe nur vor, was ist mit. Ich schaue genau hierher. Das ist sie doch gar nicht. Was? Das ist doch gar nicht meine Mutter. Auf Wiedersehen. Da, kommen Sie mal her. Welche, von welcher Frau reden Sie? Diese einzelne Dame, die da sitzt. Diese einzelne Dame? Wo denn? Da, diese ältere Dame hier. Das ist ja nicht meine Mutter, das könnte meine Großmutter sein. Meine Mutter. Wo sitzt Ihre Mutter? Da hinten. Meine Mutter hat immer diese komische, blöde hier Lockenwickler-Frisur gehabt. Da hinten. Da hinten, an dem zweiten Tisch. Ganz in der Ecke hinten. Natürlich. Der sagt mir, Ed Herold. Also jetzt. So, jetzt machen wir. Tun Sie mir einen Gefallen. Bitte. Versauen Sie mir bitte nicht. Um Gottes Willen, ich will ja Ihr Wiedersehen nicht versauen. Um Gottes Willen, das will doch keiner hier. Wie kann ich das jetzt machen, wenn man da rausgeht? Die Leute, die. Ja, ich kann nur eins machen. Wir nehmen jetzt den Bart. Wo ist der Bart? Wir machen die ganze Szene noch einmal mit der anderen Dame. Ja, ist klar. Grüß Gott. Sind Sie verliebt, nicht? Nein, 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 nein. Sie sind der Herr Domione. Von der versteckten Kamera. Richtig, dass ich das noch erlebe. Teddy Parker in der versteckten Kamera. Ist es denn? Ich bin leider nein, bitte.